Okay, Freunde, machen wir direkt hier weiter mit der nächsten Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer natürlich danke für das Feedback auf die letzten Folgen. Flock, wie kann uns das Ding immer noch verfolgen? Lauf, los! Weiter, 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 Leute. Und ja, gerne weiter auch unterstützen. Ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. Ich hasse alles auf diesem Schiff! Los, los, los! Kann ich verstehen. Ich hab nun mal kurze Beine! Deine Füße, Peter Quill! Du bist ja eh auf dem Rücken von Groot. Wir haben es fast geschafft, oder? Weg, weg, weg! Und vorne. Was? Springt! Gleich, gleich, sobald einer mal die Schnauze hält hier. Wir müssen uns vorwärts bewegen, Quill! So. Wow, wo kommt ihr denn her? Junge, ich hab nochmal geguckt jetzt. Ich hatte nicht ganz recht, war nicht seine Tochter, sondern seine Frau ist Hobbit. Die er beim letzten Mal erwähnt hat. Also, er ist auf jeden Fall immer noch in der. In der Zone es sind und. Einfach zu viele. Nehmen wir den Aufzug! Ist nicht ganz bei sich, der gute Drax. Sehr gut. Quill, hör auf, Zeit zu verschwenden! Was für Zeit verschwenden? Bist du doof? Guck dir mal an, wie krass ich bin, einfach nur. Siehst du das? Achso, die warten schon auf mich. Okay. Ihr habt recht mit Zeit verschwenden. Tut mir leid. Ich sehe Gegner und ich will sie töten. Und besiegen. Hör auf anzugeben! Ja, ich sag, die Milano müsste jetzt jeden Tick eintreffen. Müsste? Naja, besser ging's eben nicht. Und unser Zeitfenster wird auch kleiner. Sie. Warte kurz. Kurz die Fähigkeit auswählen. Und zwar. Ui. Das ist ganz cool. Das ist cool. Ja, das ist cool. Öffnen bestimmt das Feuer, sobald sie sie öffnen. Ja, sie ist im Schleichmodus. Das wollte ich weiß, nicht. Was für Sensoren Raker auf diesem Ding hat. Das wollte ich gar nicht einsetzen gerade. Ich wollte echt nur springen. Oder mich fortbewegen. Halt. Einfach Kick in die Fresse. Bam, noch ein Kick in die Fresse. Ihr Loser! Bei dem war mehr als nur das Gehirn im Eimer! Leute, Gruppe bilden! Hey, Muskelpaket! Bist du blind oder was? Ich und meine Sehkraft ist einwandfrei, Abscheulichkeit! Und ihr beide steht bei dem Sieg im Weg! Wie bitte? Wir? Du ruinierst uns den Spaß! Ich und Groot haben allein eine bessere Chance auf den Sieg! Wow, Leute! Ihr spielt alle überhaupt nicht mehr zusammen, weil ihr euch alle auf das Falsche konzentriert. Spaß entsteht nicht aus einer Solo-Nummer, sondern wenn wir sie gemeinsam in perfekter Harmonie zerlegen. Wer ist dabei? Spürt meine Zorn! Ich schnapp sie! Das war gut! Endlich mal wieder eine gute Ansprache hier, ey. Du sollst nicht trauern, sondern kämpfen! Hat den auch nicht gerettet! Los, verkloppt sie alle! Zerstören! Mit ihren kleinen Winterjacken, ey. Rotkäppchen. Wir können nicht die gesamte Armee abhängen. Wir müssen sie abschneiden, sonst sterben wir hier. Ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich diese Batterien überlasten, damit dieser Teil des Schiffs Bumm macht. Und von wie viel Bumm reden wir da? Finden wir es raus. Beschäftigt sie, während ich alles vorbereite. Na klar. Da kommen die Freaks. Ich brauche Zeit, Quill. Halte mir diese Flagge vom Schweif. Natürlich, gerade wenn unser Huddle-Ding abgelaufen ist, wa? Zerquetsch die Drax! Groot! Zeit zum Anwenden! Ich hab keine Zeit zu klauen, Kumpel! Ich versuch dir unsere Arsche zu retten! Und drauf, Drax! Für sich an, als würde ich schon Stunden auf diesem großen Bock schießen! Naja, Stunden! Wir haben ja gerade erst angefangen. Er hat sie Drax geschnappt! Ich seh das! Halt sie unten, Groot! Warum spüre ich keine Ehre in diesem Kampf? Weil du einen Kater hast oder so. Jetzt Drax, mach doch! Ich vermisse Gamora gerade wirklich. Ich sag dir, sie ist einfach nicht teamfähig. Sagt der Typ, der frisch wieder im Team ist, nachdem er uns verlassen hatte. Rocket, wie läuft's?
Lenk mich nicht ab, wenn ich tief in Sprengstoff stecke! Run! Groot, kämpfe sie aus! Diese Schlacht muss enden! Ich versuche sie mit einem großen Knall zu beenden! Wirf's zu ihnen, Drax! Los, Drax! Mach's! Okay, die ist sehr gut. Beschäftigt die Irren, während ich die nächste lege! Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten können! Ihr müsst einfach! Okay. Uiuiuiui. Flock! Quill, ich schwöre, wenn du zulässt, dass sie mir in den Hintern schießen. Keine Sorge, wir geben dir Deckung, Mann. Ich will dich nicht hetzen, aber... Dann hetz mich nicht! Ey, Auge des Sturms? Ist geil. Warum spüre ich keine Ehre in diesem Kampf? Weil du einen Kater hast oder so. Weil du einen Sprung in der Platte hast. Ey, langsam wiederholt sich aber. Ich mach das jetzt, oder? Prozess mit diesen irren Kultisten. Wo sind sie denn? Ach, da kommen sie. Rocket, ich hoffe, du hast eine Überraschung für sie. Ah, Kavaria liebt Überraschungen. Ja! Perfekt getroffen, ey. Endlich, lass mich mal ran. Diese Schlacht muss enden! Du musst sie weiterhin beschäftigen, Drax! Der Beschuss von dem da bringt uns nur Ärger! Der kommt auch noch dran! Pass, Drax! Endlich! Was zur... Der Kopf stumpft deine Teammitglieder! Dann steck ihn in einen Leichensack! Problem, Lösung! Oh, trifft das noch? Hat es noch getroffen? Ich glaube irgendwie nicht. Alter, wie alt er wie ihn weggeslampt hat! Habt ihr das gesehen? Dieser Gegner ist gut gepanzert. Oh, prima, der Große sieht jetzt Sterne. Machen wir seinen Untergang permanent. Sehr gut. Sehr gut. Okay, alles sprengbereit. Wir müssen sofort hier raus. Irgendwie, Freunde, ist es schon wieder ein bisschen leicht verbuggt hier, die Vorversion. Vorabversion. Ich muss mal nochmal schnell den Kontrollpunkt neu laden. Das soll helfen. Okay, alles sprengbereit. Wir müssen sofort hier raus. Ja, und ist direkt schon wieder weg, der Punkt. Der Fehler. Ich hab vielleicht übertrieben. Lauft! Nein! Nein! Rocket, wo ist unser... Bewegung! Bewegung! Oh, verdammt! No! Wo führt das hin? Oh. Raus, wohin? Oh! Oh. Mist! Bleibt zusammen, Leute! Fall nicht von der Kante! Oh, Mist! Wir müssen zurück. Bist du verrückt? Ich stehe zwar total auf Amokläufe, aber wir sind da kaum lebend rausgekommen. Was ist mit Gamora? Sie hat sich entschieden. Du lässt sie im Stich? Und Nikki? Was, wenn es Groot wäre? Würdest du ihn auch zurücklassen? Ich bin Groot. Sag sowas nicht, darum geht es auch gar nicht. Wirklich nicht? Wir wollen doch ein Team sein. Und Teams lassen niemanden zurück.
Sag das der verdammten Armee von Robotern und hirntoten Gläubigen, der wir eben gerade noch entkommen sind. Gamora! Ist das? Oh ja. Wie bist du entkommen? Spielt keine Rolle. Ich hab versagt, Riker lebt noch. Noch? Wir müssen zurückgehen. Wir können Nikki nicht dort lassen. Nicht auszudenken, was er aus ihr macht. Bla bla bla, Flak, schon klar, Vaterkomplex und eine schlimme Kindheit, buhu. Rocket! Was? Ist doch wahr. Weißt du was? Du bist hier nicht die Einzige, der es schlecht ging. Aber wir müssen nicht gleich Selbstmord begehen, nur weil sich ein Pseudopriester-Knallkopf verlegt hat auf, Überraschung, Knallkopfsachen. Wenn wir zurückgehen, sind wir tot. T-O-H-T. Tot. Ich bin Groot. Ich sterbe lieber mit Ehre als ohne. Wie ist denn die jetzt wieder drauf? Ich bin Groot. Also, hauen wir jetzt endlich von hier ab? Noch nicht. Wir sollten erst versuchen, Cosmo zu finden. Ich bin Groot. Toller Plan. Nur reagiert er nicht auf den Pass, oder? Aber was bleibt uns anderes übrig? Wir haben keinen Funk. Naja, also wir haben vielleicht, doch Funk. Er war nicht so verflagt, wie ich ursprünglich dachte. Echt jetzt? Groot sollte ihn erreichen können. Okay. Klingt, als ob Mordmama heute stichwütiger ist als sonst. Hey! Mach nichts kaputt da hinten im Frachtraum! Wir kriegen in nächster Zeit keinen Nachschub! Ich bin Groot! Streng? Entschuldigung? Ich bin nicht der Meinung, wir sollten uns den Flurkins zum Fraß vorwerfen. Stimmt's, Drax? Ja. Alles in Ordnung mit dir, Drax? Ich denke über diese Frage nach. Und das ist auch total sinnvoll. Nach der Sache mit Nikki und diesem furchtbaren Versprechen. Zusehen zu müssen, wie unsere Lieben noch einmal sterben. Meine Familie ist nicht einfach gestorben. Sie wurde ermordet. Von Thanos. Ich glaube, ich will nicht darüber sprechen. Das ist ein Arm von dem Typen, ne? Ich hab gesehen, wie du die Steuerung der Notfalltüren angestarrt hast, dummes Lama-Ding. Du solltest nicht versuchen, sie zu fressen. Ich hoffe, das war Lama-Sprech für "Ich werde dein Schiff nicht kaputt kauen". Husch, husch, mach Platz. Was guckst denn du so? Oh nein, du kaust auf meinem Schiff nichts mehr kaputt. Meinem Schiff? Husch, flag dich. Wow, das Bedienfeld muss ja echt lecker ausgesehen haben. Wofür ist das überhaupt? Zur Notsteuerung der Türen sollte eigentlich jeder Schiffsbesitzer kennen. Hey, sehe ich aus wie ein Ingenieur? Nein. Hoffentlich trifft jemand die richtige Entscheidung und bringt uns aus der Schusslinie dieser Kirchenidioten. Ich bin Groot. Das ist keine Feigheit, sondern pure Vernunft. Moment, hältst du jetzt etwa zu Team Grün? Ich bin Groot. Mehr als ein bisschen würden wir auch nicht schaffen, bevor sie unser Hirn blank schrubben und unseren Glaubensreaktoren fesseln. Woran arbeitest du, Rocket? Ein kleines Upgrade für die Milano-Waffensysteme. Ich hab doch gesagt, versteck die Quarantänezone-Tech vor dem Nova-Core und ich mach was draus. Cool. Wann können wir sie ausprobieren? Kommt drauf an, wie lange du da stehst und mich störst. Willst du was? Okay, dann machen wir jetzt vor, coole Sachen. Ja. Warum ist noch ein Upgrade, wa? Das vorletzte schon. Kleines Wunder hergestellt. Übrigens, wegen meiner Gehaltserhöhung. Ja? Was ist? Ein ganzer Arm. Haben wir damit 10% von Raker erledigt? Und ich sage, wir lassen die anderen 90% in Ruhe. Ich bin zwar nicht unglücklich, dass ich dieses kleine Wunder zerlegen darf, aber näher will ich diesem verflagten Kult nie wiederkommen. Ja, da muss ich an die Szene denken, wo
wo Peter im Film den das Bein besorgen soll, bevor die ausbrechen. Ey, Guardians, beide Filme, aber der erste ist so geil. Es ist so geil, einfach so lustig gewesen, unfassbar, Mann. Groot. Ist doch hier vorne, ne? Ich bin Groot. Was ist mit dir, Kumpel? Geht's dir gut? Bist du sicher? Wir haben da drin ziemlich krasses Zeug gesehen. Ich bin Groot. Ja. Yeah. Vielleicht bin ich nicht der Richtige, um das mit dir zu besprechen. Aber du solltest definitiv mit Rocket drüber reden. Gut, dass ihr beide füreinander da seid. Pass auf dich auf. Ich bin Groot. Ja, das wäre so schön, wenn man den verstehen würde, ne? Na gut. Wir reden natürlich erstmal mit den anderen, ist ja klar. Der Star-Typ sieht, was ich mit dem Waffensystem gemacht habe. Das wird großartig, stimmt's, Muskelkopf? Was hat er angestellt, hä? Okay. Hey Groot, erinnerst du dich an Hark Taffords Sicherheitssystem vom letzten Mal? Das ist nichts im Vergleich zu unserem neuen Waffenarsenal. Ich bin Groot. Nein, es steckt die Bösen nicht in einen Bunker. Wo sollten wir im Weltraum einen Bunker hernehmen? Hey Drax, ist alles in Ordnung? Drax? Jetzt macht der Nächste schon nicht auf. Drax, komm schon. Willst du eine Hühnersuppe? Mir hilft die immer, wenn es mir schlecht geht. Na, ich glaube, der hat einfach keinen Bock. So, tödlichste Frau geredet, der Galaxie. Oder? Eine Fehlbezeichnung. Aber eine korrekte. Oh, ja. Ich bin der gut aussehende Anführer der Wächter der Galaxie. Gamora, ich hab mich nur umgesehen. Entspann dich. Ich werde dich nicht umbringen. Diesmal. Okay, gut. Ich hatte bisher noch gar keine Gelegenheit, mich zu bedanken. Für die Puppe. Oh, kein Problem. Ich weiß ja, dass du sowas magst. Das war sehr aufmerksam. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft mir jemand etwas geschenkt hat, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Wow, von Thanos hat's wohl ziemlich miese Weihnachtsgeschenke gegeben. Das ist noch untertrieben. Thanos war keiner, der Geschenke macht. Für ihn war alles ein Psychospiel, um uns zu kontrollieren. Geschenke eingeschlossen. Darum gehört Danke sagen auch nicht gerade zu meinen Stärken. Mantis meint, ich sollte daran arbeiten. Wann hat er ihr die Puppe denn gegeben? Das hat er doch gar nicht gemacht, das haben wir doch gar nicht gesehen. Na ja, gut. Was für Geschenke gab's denn so von Thanos? Waffen, Gift, diesen Draht, mit dem du immer die Leute erdrosselst? Er hat uns Puppen geschenkt. Einmal. Potthässliche Teile von Xander. Wow, okay. Das ist überraschend mädchenhaft. Bin ich nicht feminin genug? Nein, nein, ich hätte eher gedacht, es gab ein Messer oder sowas in der Art. Wie schon gesagt, Thanos mochte Psychospielchen. Freundlich zu sein war für ihn sehr ungewöhnlich. Wir hatten nicht mal ein Schlafzimmer und doch waren da diese Puppen. Völlig nutzlos. Und sie gehörten uns. Hast du sie noch? Ich meine, hast du sie in deiner Sammlung? Nein. Die ich mit 6 von Thanos gekriegt habe, habe ich verloren. Sie war die hässlichste Puppe, die ich je gesehen habe. Aber ich habe sehr geweint, als sie weg war. Nebula hat mich gehört. Sie liebte ihre Puppe und ich wusste, sie wollte noch eine haben. Als sie reinkam, um nachzusehen, kam es zum Streit. Das hat Thanos sicher gefallen. Thanos sah, wie wir kämpften, sah meine Tränen und lachte. Es stellte sich raus, die Puppen waren eine Lektion, über die Gefährlichkeit, Bindung aufzubauen. Und zum besseren Verständnis nahm er Nebulas Puppe und warf sie in die Verbrennungskammer. Das ist unvorstellbar.
Nebula hat nicht verstanden, warum er es getan hat. Nur, dass es wohl irgendwie meine Schuld war. Vor ein paar Jahren habe ich mit dem Sammeln angefangen. Nach dem Nebula. Naja, als klar war, dass ich sie nie wiedersehen würde. Es klingt dumm, aber ich glaube, ich tue es für sie. Woher kennst du Mantis? Hat sie bei dir eine ihrer schrägen Hellseher-Nummern abgezogen? Nicht ganz. Woher kennst du sie? Ich glaube, ich habe mal versucht, sie in der Bar abzuschleppen. Und wie ist das gelaufen? Gut, bis sie ihre gruseligen Antennen ausgefahren hat. Ich habe schon damit gerechnet, dass sie auf einmal Red Rum murmelt. Red was? Ach, vergiss es. Der Punkt ist, sie ist eine Spinnerin. Eine ziemlich scharfe Spinnerin, die zufällig eine Freundin von dir ist. Naja, also, dieser Spinnerin verdanke ich mein Leben. Vor ein paar Jahren war mal jemand hinter mir her. Ein Attentäter. Hätte mich fast erwischt. Aber Mantis war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dafür scheint sie ein Talent zu haben. Ja. Dann stellte sich raus, dass ich nicht wusste, wie sehr ich jemanden wie sie brauchte. Bis zu dem Zeitpunkt war ich völlig einsam. Nach dem Krieg löste sich der Widerstand auf. Richard Ryder ging in die Politik und das World Mind konnte niemanden wie mich gebrauchen. Eine Attentäterin? Sowas in der Art. Durch Thanos wurde ich eine Waffe, keine Friedenswächterin. Einmal Waffe, immer Waffe, punktum. Sprach Mantis deshalb von Selbstmordgedanken? Naja, ich verstehe das. Hatte ich auch schon. Ich schätze, sowas hatten wir alle irgendwann schon mal. Naja, sagen wir ich bin mittlerweile drüber weg. Wegen Mantis. Sie hat mir etwas gezeigt. Ein Ort, wo ich vielleicht gebraucht werde. Wow, ich bin froh, dass ich die gekauft habe. Und ich verspreche dir, dass ich null Hintergedanken dabei habe, wenn ich dir etwas schenke. Du bist ein wichtiger Teil dieses Teams, Gamora. Danke, Peter. Im Ernst. Hey, danke, Peter. Und läuft weg. Gut, ey. Drax, ey, mach auf! Nee, macht er wahrscheinlich nicht. Ich weiß, dass du da drin bist. Sag mir nur, dass alles in Ordnung ist. Mir geht's gut. Lass mich in Ruhe. Hallo? Na gut. Lassen wir es. Ich glaube, hier haben wir auch nichts Neues, wa? Nee. Was meinst du, Kumpel? So eine Contractia. Was wird da wohl der nächste Entertainment? Ich bin Groot. Ein Asteroid, was? Clever. Ich weiß, die Kabel sehen lecker aus, aber du darfst sie nicht fressen, okay? Frag Drax nach einer Ration, wenn du Hunger hast. Was für ein Wirbel. Ist das überhaupt eine Pflanze? Wo hat Groot die jetzt wieder her? Die haben wir doch gesehen. Wo haben wir die gesehen? Die haben wir doch. Irgendwo. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Ja, der nimmt sich von allen Planeten was mit. Ja, das haben wir schon vorher gecheckt. Hey! Gamora! Geh weg, Peter! Ach, komm schon. Ich wollte nur mal nach dir sehen. Du hast vorhin ein paar heftige Sachen gesagt. Willst du vielleicht darüber reden? Ich brauche keine Aufmunterung. Okay. Auch gut. Dann reden wir nicht. Singen wir eben. Was? Oh, oh, who's the hunter? Who's the game? You feel the beat, call your name. Komm, du kennst das doch! I hold you close in victory. I don't wanna tame your animal style. You won't be caged in the call of the wild. Na los, sing mit! Shooting at the walls of... Shooting at the walls of heartache. Bang, bang. I am the warrior. I am the warrior. And heart to heart you'll win. Siehst du? Einfach singen.
Okay, den Song mag ich. Damit kriegst du mich immer. Worüber wolltest du reden? Willst du über den jetzt armloseren Typen reden? Was gibt's da zu reden? Du hast seinen Arm abgehackt. Mehr aber auch nicht. Er ist immer noch da draußen mit Nikki und manipuliert sie mit seinen Lügen und verflagten Versprechen. Damit alle glauben, wir können sie nicht zurückbringen. Wen hast du gesehen? In deinem Versprechen. Ich habe das Gefühl, es war nicht Thanos. Niemanden. Nichts. Es war nur eine Lüge. Und deshalb müssen wir es beenden. Okay. Ich arbeite dran. Aber lass bitte den Frachtraum in einem Stück. Könntest du bitte? Hat sie Nebula gesehen oder vielleicht ihre richtige Mutter? Was meint ihr? Naja gut, wir machen hier erstmal Schluss, Freunde. Seid beim nächsten Mal am Start gerne und ja, lasst weiterhin gerne auch ein bisschen Liebe da für die Videos. Danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.